Lieber Fernsehzuschauer, lieber Freund von TV Total, ich möchte mich heute einmal in einer ernsten Angelegenheit an dich persönlich wenden. Sicherlich erinnerst du dich an die Ö La Paloma Boys, die uns, mir und dir in der Vergangenheit viel Freude bereitet haben. Aber diese Ö La Paloma Boys haben mich reingelegt. Und wissen Sie was? Ich finde das total lustig. Ihre Wahrheit ist wahrer als die von Tic-Tac-Toe. Ihre Alibis sind besser als die von O.J. Simpson. Und ihre Tagebücher sind fälscher als die von Adolf Hitler. Und deshalb sehen Sie heute exklusiv bei Pro7 die ganze Wahrheit über die Ö La Paloma Boys. Jetzt gleich. Sofort. Herzlich willkommen bei TV Total. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan. Vielen Dank, recht herzlich willkommen zu TV Total. Und wir haben heute wieder fantastische Gäste bei uns in der Show. Titelverteidiger und DSF-Star Jimmy the Killer Hartwig bei uns in der Sendung. Dann haben wir einen Gast vom MDR, ein Schwein. Ja, nicht Wolfgang Lippert, ein Schwein. Ein richtiges Schwein vom MDR. Ja, das gibt es wirklich, werden Sie gleich sehen, um was für ein Schwein es sich da handelt. Und dann war ich wieder für Sie unterwegs. Ich gehe dahin, wo es wehtut, das wissen Sie. Rab in Gefahr, meine kleine Reportage. Diesmal war ich für Sie bei Top of the Pops und habe mit, ja, und habe mit Britney Spears gesungen. Ich... Ja. Keiner durfte an sie ran, ich habe mich aber ganz leise zu ihr hingeschlichen. Es hat super funktioniert. Das zeigen wir Ihnen gleich. Und natürlich die ganze Wahrheit, meine Damen und Herren, über die Ö La Paloma Boys. Die sind auch heute Abend hier. So. Dann habe ich gestern in der Bild am Sonntag gelesen, die Dauerfreundin von Dieter Bohlen bekommt eine eigene Show bei Pro7. Und da habe ich mir gedacht, endlich mal ein anständiger Job für Thomas Anders, oder? Ja, aber dann habe ich weitergelesen, ach, Nadja. Ja? Nadja Abdel Farrokh, von Dieter Bohlen auch Nadel genannt. Und diesen Namen will ProSieben auch übernehmen, das kann man sich leichter merken, als Nadja Abdel Farrokh, Nadel. Und das macht jetzt auch Schule bei ProSieben, denn ab nächste Woche heißt die Show von Andreas Türk nicht mehr Andreas Türk, sondern Tüdel. Ja? Und ja, das wird, ich weiß nicht, ob für meine Sendung da schon ein Name geplant ist. Ich weiß es nicht genau. Dann haben Sie es vielleicht mitgekriegt. Es war, glaube ich, bei RTL in den Nachrichten, selbst in den Nachrichtensendungen ganz groß. Die Backstreet Boys haben ihre Deutschlandtournee begonnen. Und wir haben einen kleinen Service für Sie. Die spielen im Moment gerade parallel zu dieser Sendung in der Köln Arena. Und wir können vielleicht mal gerade vor die Halle schalten und mal gucken, wie es den Leuten gefällt. Ja, wir schalten später noch mal live ins Konzert. Ja, jedenfalls kommen wir zum TV-Highlight. Mein persönliches TV-Highlight der letzten Woche, das war eine neue Show auf meinem Lieblingssender, dem Mitteldeutschen Rundfunk, und zwar mit Maren Gilzer. Die Comedy-Queen Maren Gilzer. Ja, und da habe ich mir schon, das ist eine Comedy-Show, da habe ich mir schon beim Titel der Sendung so auf die Schenkel geklopft, dass ich aus dem Lachen nicht mehr rauskam. Und zwar heißt die Show Marens Glitzer-Show. Ah, was habe ich gelacht. Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt auf meinen Fernsehbaum und habe da so gesessen. Und dann habe ich mich selber gefilmt, um Ihnen mal zu zeigen, wie ich bei der Show reagiert habe. Schauen Sie mal hier. Tschüss, oder?
Hätten Sie mich erkannt? Ja. Wollen Sie es nochmal sehen? Schauen Sie mal. Oh, wie putzig, oder? Ja. Oh, ich höre gerade, wir die Backstreet Boys sind auf der Bühne. Vielleicht können wir mal gerade zu den Backstreet Boys schalten. Da geht gerade, glaube ich, die Show los. Ja, aber ein bisschen zugelegt. Meine Güte. Ein bisschen, haben sich ein bisschen gehen lassen in der letzten Zeit. Das ist, wenn man, die unter Ihnen, die regelmäßig zuschauen, die wissen, alle Talkshow-Moderatoren, die haben ja samstags frei und samstags treffen die sich in einer anonymen Selbsthilfegruppe und unterhalten sich privat über ihre eigenen Probleme. Und das sehen Sie bei uns in Talk Total. Es ist schwierig zu definieren, was eine wahre Schlampe ist. Sie sagt, ich bin die wahre Schlampe. Ich bin die richtige, ich bin die vollkommene Schlampe. Hier ist die Schlampe dieser Welt. Worauf zielst du denn ab, wenn du ein Mädchen anbaggerst? Freiheit für den Unterleib. Ich möchte mich jetzt so ein bisschen anders sagen. Du gehst immer nur mit blöden Frauen ins Bett. Da hast du recht. Da hast du wirklich recht. Jürgen, wie viele Männer hast du da so am Tag? Vier, fünf? Vier oder fünf, oder? Nicht einmal zwei. Kann man überhaupt noch am Sex Spaß haben? Aber Herr Professor, mir gefällt das nicht, ihr gefällt das nicht. Ich habe den Eindruck, das gefällt uns allen nicht. Gibt es so einen Rat, so einen Tipp, den du vielleicht hast für Menschen oder für Prostituierte, die die gleichen Probleme haben wie du? Ich vergewaltige heute Abend jemanden. Ja. Oh. Jürgen Fliege. So, jetzt zu einer etwas ernsteren Sache, meine Damen und Herren. Ich erkläre Ihnen gerade mal, was ein Talkshow-Hopper sind. Das sind Kriminelle. Ja, das sind Menschen, die sind heute in dieser Talkshow, morgen in dieser Talkshow, übermorgen in einer weiteren Talkshow. Und meine Kollegin Arabella Kiesbauer ist mit mir einer Meinung, das muss aufhören. Und sie startete letzte Woche in ihrer Sendung einen krassen Hilferuf. Und ich muss sagen, ich habe fast geweint. Schauen Sie bitte. Talkshow-Hopper sind Menschen, die es sich momentan zur Leidenschaft gemacht haben und zum Sport, von einer Talkshow zur anderen zu gehen und dort Lügengeschichten zu verbreiten. Ja? Das macht mich einerseits traurig, weil ich nicht gerne angelogen werden möchte. Es macht mich aber vor allen Dingen auch wütend. Sehr, sehr grantig, dass ich mir das anhören muss und dass Sie sich das anhören müssen. Und deswegen würde ich Sie eindringlichst bitten, uns zu unterstützen. Wir arbeiten zwar sehr sorgfältig, wir recherchieren sehr sorgfältig, aber es gibt immer schwarze Schafe, die sich auf irgendeine Art und Weise zum Beispiel mal wo einen schleichen können. Wir bitten Sie, dass Sie mit uns zusammenarbeiten, dass Sie uns verständigen, wenn Sie einen Talker sehen, der schon bei anderen Talkshows auch war, dass Sie uns kontaktieren, uns anrufen. Wir gehen dem sorgfältigst nach und überlegen uns dann vielleicht gegebenenfalls sogar rechtliche Schritte. Oder? Und ich finde, wir von TV Total müssen helfen, ja? Denn wir finden das auch grausam. Und ich möchte nicht sehen, wenn Arabella Kiesbauer grantig wird. Ja? Wir müssen helfen und deswegen eine kleine Hilfe von uns, denn wir haben den schlimmsten Talkshow-Hopper entlarvt. Schauen Sie bitte hier. Arabella Kiesbauer. Arabella Kiesbauer. Arabella Kiesbauer. Arabella Kiesbauer. Arabella Kiesbauer. Arabella Kiesbauer, herzlich willkommen. Arabella Kiesbauer. Arabella Kiesbauer. Arabella Kiesbauer. Arabella Kiesbauer. Arabella Kiesbauer. Ja, oder? Dem muss ein Riegel vorgeschoben werden. Ich bin entsetzt. Ich bin wirklich entsetzt.
schlimm, solche Menschen. So, meine Damen und Herren, oh, ich höre gerade, das Backstreet Boys Konzert ist zu Ende. Und die Backstreet Boys sind bereits im Hotel, wie ich höre. Und wir dürften auf dem Hotelzimmer etwas filmen. Ich glaube, da findet gerade eine Orgie statt. Können wir mal gerade reinschauen? Oder? Diese Popstars. Diese Popstars, das sah aber schwer nach Arschbrand aus, oder? Verstehen Sie mich nicht falsch, wenn ich Ihnen sage, so stelle ich mir eine Aftershow-Party vor, oder? Meine Damen und Herren, jetzt habe ich was für Sie. Mal gucken, ob Sie erraten, was das ist. Schauen Sie mal. Können Sie sich vorstellen, was das ist? Ich glaube, Sie haben es alle schon mal gesehen. Ich dachte erst, es sei eine Gehhilfe für Senioren. Ja? Dann war ich mir nicht mehr sicher, vielleicht ist es ja auch eine Sitzgelegenheit für SM-Freunde. Nein, aber dann habe ich festgestellt, es ist die Gartenkralle. Die Gartenkralle, die tagtäglich über meinen Fernseher flimmert zu Hause. Und ich muss Ihnen gestehen, wenn ich diesen Spot sehe, ich komme da nicht weg. Ja? Ich möchte einfach dabei sein, wenn ich zum 100. Mal den Gartenkrallenspot sehe. Und, meine Damen und Herren, da haben wir einen Brief bekommen. Einen Brief von einem Zuschauer. Ein E-Mail, das ist ganz modern, da schreibt ein junger Mann uns, ich, Ralf Schönbohm, bin der Sohn des Mr. Gartenkralle. Und ich denke, mein Vater hat mit seinen Spots zur Gartenkralle langsam Aufmerksamkeit in ihrer Sendung verdient. Er würde garantiert einen guten Rat der Woche abgeben. In unserer Stadt Nordhorn genießt mein Vater bereits Kultstatus. Auf Drängen meiner Freunde und vielen Bekannten wurde ich indirekt dazu gezwungen, mit dieser E-Mail auf meinen Vater aufmerksam zu machen. So. Das finden wir dufte. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch irgendwie Ihre Eltern verpfeifen wollen, dann schreiben Sie uns. Ja? Und deswegen haben wir diesen Mann nominiert. Wir zeigen Ihnen erstmal diesen sagenumwobenen Spot des Mr. Gartenkralle. Schauen Sie sich das mal bitte an. Der Gebrauch von Spaten und Forken kann Ihren Rücken belasten. Die Gartenkralle erspart praktisch jedes Bücken und Heben. Drehen Sie an dem Griff und die Stahlzinken drehen sich schraubenartig sogar an meinen schweren Lehmboden. Kultivieren, jäten und Kompost untermischen erfolgt schneller mit der Gartenkralle. Auch erhältlich die Gartenkralle Gold. Jetzt höhenverstellbar. Die Gartenkralle mit 5 Jahren Garantie. Achten Sie auf die gelb-blaue Verpackung. Ja, die Gartenkralle. Und hier ist unsere Nominierungsmax. Den Fernsehpreis unter der Sonne. Ingo Schönbohm für die großartige Werbepräsentation der Gartenkralle. Und hier ist Mr. Gartenkralle, Ingo Schönbohm. Hallo. Herzlich willkommen. Haben Sie sich gefreut, als Ihr Sohn Ihnen verraten hat, dass er Sie verpfiffen hat? Ja, da war ich total überrascht. Wie wirkt man denn Mr. Gartenkralle? Das bin ich eigentlich geworden wie eine Jungfrau, die ein Kind kriegte. Ich wusste damals von nichts. Ich kriegte einen Anruf von meinem Kollegen. Ja. Ich arbeite bei der Zeitung in Nordhorn. Aha. Und der hatte wiederum einen Anruf von einer Castingagentur aus Amsterdam gekriegt, ja, dass man für Europa die Darsteller sucht, unter anderem auch für Deutschland. Ach so. Und hatte ihn gefragt, ob er denn da bereit wäre. Und dann hatte man ihn noch gefragt, ob er dann noch vielleicht einen anderen Kollegen hätte. Ja, so. Und ich wurde es dann. Dann sind Sie Mr. Gartenkralle geworden. Ja, nützt das Ding wirklich was oder ist das... Sicher. Das ist also ein ganz feines Gerät. Und das hat schon Sinn, dass Sie für die Gartenkralle werben und nicht für den App Shaper zum Beispiel. Den kenne ich jetzt. Ich kenne den App Shaper nicht. Nein. Hier, ist für, geht damit aber auch. Ach so, ja. Yeah. Funktioniert damit auch. Das Ding ist ja mittlerweile Kult geworden, wenn ich das so richtig festgestellt habe. Schauen Sie mal, wir haben da Bilder von Prominenten entdeckt. Hier zum Beispiel Leonardo DiCaprio mit der Gartenkralle. Ja? Oder, ja. Oder Dennis Rodman, schauen Sie mal hier. Alle haben die Gartenkralle, oder? Sind Sie denn auch Gärtner? Ja. Benutzen Sie die auch? Also ich selbst habe seit 10 Jahren einen Garten und ich benutze die jetzt auch. Ich kannte vorher natürlich auch nicht, ja, aber das Gerät ist wunderbar. Das ist auch, glaube ich, viele Männer kaufen das eigentlich auch nur, um ihre Ehefrau einzuschüchtern, oder?
Ach nö, ich glaube schon, dass das also ein ganz praktisches Gerät ist. Ja, ich werde mal schauen, ich kann die ja behalten, nicht wahr? Ich war schon mal drum und dran, mir das zu bestellen, aber ich konnte mich nicht zwischen dem Shogun-Messerset entscheiden und zwischen der Gartenpfanne. Ja? Ich wusste es nicht genau. Ja, Herr Schönbohm, vielen Dank, dass Sie hier waren. Wenn Sie hier für Herrn Schönbohm abstimmen, dann machen Sie das gleich. Herr Schönbohm, Mr. Gartenkralle. So, meine Damen und Herren. Nach der Werbung haben wir für Sie die ganze Wahrheit über die Öl-Lacher-Lehmer-Bonds. Natürlich Neues aus dem japanischen Fernsehen. Und ich war bei Top of the Pops. Das alles sehen Sie gleich hier nach der Werbung. Bis dann. So, da sind wir wieder zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke, Frau Total. Dankeschön. Und Sie wissen ja, Dankeschön. Sie wissen ja, ich gehe für Sie dahin, wo es weh tut. Meine kleine Reportage diese Woche, Rap in Gefahr von Top of the Pops. Hinter den Kulissen war ich da. Schauen Sie bitte. Ich habe nach Tarkan gesucht übrigens. Kennen Sie Tarkan? Schickabim, schickabim. Hab ich gesucht, ja. Und was daraus geworden ist, das sehen Sie jetzt. Rap in Gefahr. So, heute befinde ich mich hier hinter den Kulissen von Top of the Pops. Hier ist mein offizieller Ausweis, Top of the Pops. Und hier laufen ungeheuer viele Prominente rum. Und da will ich mal schauen, wer heute alles da ist. Bist du Tarkan? Ja, siehst du aus. Kennst du bist Tarkan. Tarkan. Kannst du das beweisen? Ja, wie? Der kann das. Ich habe gefragt, ob du Tarkan bist, nicht ob du schwul bist. Und du bist Tarkan. Bist du Tarkan? Weniger. Bist du der Tarkan? Manchmal. Kennst du den Tarkan? Nee, Tarzan. Der eine ist hier weniger Tarkan, der andere ist manchmal Tarkan. Ich hab Tarkan gesehen. Hier ist Tarkan. Ach nee, das ist ja der Bohlen. Hier ist Tarkan. Das hat der Bohlen mich in den Po. Ist der denn schon aufgetreten? Kannst du nicht hin? Wir machen das gleich. Ach, ihr macht das gleich? In welchem Lied? Sexy, sexy. Achso, Sherry, Sherry, Lady. Also im Prinzip dasselbe. Holger Speckhahn, Britney Spears. Stefan Raab, Holger Speckhahn, Britney Spears. Goldene Schallplatte. I'm talking to Britney Spears. Yes. I'm very proud to talk to Britney Spears. Oh, yes. Yes? You like me? I like you. Yes? You don't know me. I know, but you seem really nice. I seem really nice. I am. Would you sing with me? Would I sing with you? Yeah. What do you want to sing? When the night has come. The land is dark, and the moon is the only light you see. I don't know the words. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Britney Spears! Britney, oh, geht los. Britney Spears. Und das hier ist ihr Bruder. Völliger Quatsch. Kann ja gar nicht der Bruder sein. Ist ja viel zu dick. Ich mache hier die ganze Show kaputt. Holger Speckhahn probiert es jetzt zum dritten Mal. Ich übersetze mal gerade und ihr seid bei einem richtigen Sender, denn hier ist Top of the Pops. Natürlich haben wir auch heute wieder fantastische Gäste. Einer von denen schon hinter mir, zum Beispiel Lubega oder Stefan Raab, der gute Stefan Raab. Hier ist Britney Spears! Britney Spears! Kannst du mal vielleicht anschließen? Danke schön. Kannst du mal für alle Zuschauer von TV Total den Text von eurem neuen Lied mal aufsagen? Wie geht die Strophe? Nee, kann ich nicht. Hier, Kollege Bohlen. Wie kann man Text? Ich sag nur von dem gesungenen My Text. Sexy, sexy Lover. Mein sexy, 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 sexy Liebhaberin. Und wie geht's weiter? I wanna be your cover. Ich will deine Bedeckung sein. Ja, genau. Ich will dich decken. Ja. Und geht's weiter? Und dann sag mir, dass es keinen anderen gibt. Tell me there's no other in your life, glaube ich. Nee, in your heart. In your heart. So, ach so, natürlich. Was, wie geht's dann weiter? Ja, in your heart, ne? In deinem Herzen.
Ist er schon wieder da? Ja, ist ja gar nicht aufgefallen. So weit ist es schon. Ja? Bist du Tarkan? Ja, ich bin nicht Tarkan, aber ich bin der neue kommende Tarkan, sag ich mal so. Hier ja, mein DJ-Kollege und ich bin der Ali, der Sänger. Kannst du auf Türkisch singen? Ja, klar kann ich singen. Bugün hava çok güzel, dışarıda kuşlar uçuyor. Seni gördüm göreli, gözlerimden yaş geliyor. Stefan Rapp yanımda, oturuyor herkes bize. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Wow! So, ihr dürft jetzt verraten. Ich hab nämlich was, also geklaut, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, und zwar die goldene Schallplatte von Britney Spears. Ich muss jetzt ganz schnell weg. Ja, das war's hinter den Kulissen von Top of the Pops. So, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen jetzt mal etwas zeigen, das betrifft unser nächstes Nominiertes. Sie werden sich wundern, warum. Und zwar beim MDR, unserem Lieblingssender, in der Sendung Alles Gute, in der wir auch die Öla Paloma Boys entdeckt haben, gibt es das Alles Gute Schwein. Ja? Schauen Sie sich das Alles Gute Schwein bitte erstmal an. Oh, schönen guten Tag. Na, also ich habe gehört, hier hat jemand Geburtstag. Dann komme ich gleich mal zu dir. Also, ich möchte dir recht herzlich zum Geburtstag gratulieren. Dankeschön. Also, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, es gibt doch bestimmt so ein Lieblingslied, was du hast, was so im Radio rauf und runter gespielt wird. Wie heißt denn das? Ja, ich bin zu aufgeregt. Ach, du brauchst doch gar nicht aufgeregt sein. Komm, wir kuscheln. Heimweh nach Thüringen. Ja. Ich musste die Freunde verlassen, mein Zuhause, den Wald und die Höhe. Also dann wünsche ich euch noch eine schöne Feier und alles, alles Gute, ja? Danke. Tschüss. Das ist unser Alles Gute Schwein, meine Damen und Herren. Und ich muss wirklich sagen, das Alles Gute Schwein, das Alles Gute Schwein finde ich persönlich so panne, dass es mein persönlicher Wunsch war, dass es für diese Sendung nominiert wird. Hier ist unsere Nominierungsmatz für das Alles Gute Schwein. Nominiert für den Raab der Woche. Das Alles Gute Schwein für seine tierisch geilen Reportagen aus ostdeutschen Wohnzimmern. Und meine Damen und Herren, hier ist es, das Alles Gute Schwein. Na, ja, ja. Hallo, alles Gute Schwein. Hallo. Küsschen. Oh, ich bin so aufgeregt, meine Lippen sind ganz trocken. Ja. Hoffentlich hast du keine Schweinepest. Erstmal muss ich fragen, bist du eigentlich wahnsinnig, hier in diese Sendung zu kommen? Weißt du, was ich früher mal gemacht habe? Na? Metzger. Ah! Ja. Aber, ja, oder? Ich meine, ich finde, ja. Was ist eigentlich dein Job da beim MDR? Ja, du, also ich gehe so rum, ja, so, wo mir eine Geburtstagsfeier bevorsteht. Also ich werde von den Leuten eingeladen, sozusagen, ja, um zu gratulieren. Komm, lass uns, ja, ihr bringt nichts. Lass uns mal, lass uns doch mal Brüderschaft trinken, oder? Okay. Denn wir haben, meine Damen und Herren, den MDR, den Mitteldeutschen Rundfunk, ab heute als unseren offiziellen Bruderschaftssender. Schauen Sie, wir haben auch das Logo. Ja, das ist unser offizielles MDR TV Total Fernsehbruderschaftszeichen. Ja, und deswegen trinken wir jetzt erstmal Bruderschaft. Wir machen das, komm mal her. Erstmal trinke ich. Oh, Entschuldigung. So, komm. Ja. Und jetzt bist du dran. Nur dann. Oh. 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 Komm her. So, egal. Hör mal. Ich mach ja auch. Oh, jetzt bist du nass geworden. Oh. Ach, ist okay, ich bin sowas gewöhnt. Ich singe ja auch Leuten Ständchen.
Ja. Weißt du, ne? Die nenne ich Rabi Gramm. Aha. Und diesmal habe ich mich in eine Sendung eingeladen, und zwar zu Hermann und Tietjen. Kennen Sie vielleicht Talkshow im NDR? Wenn nicht, dann schauen Sie sich das hier an. Rabi Gramm für Hermann und Tietjen. Hallo, liebe Zuschauer auf ProSieben. Ich befinde mich, hier eingeladen in die Sendung Hermann und Tietjen und habe ein kleines Radigramm vorbereitet für Hermann und Tietjen. Ich singe jetzt ein Liedchen für Hermann und Tietjen. Wenn die Männer euch betrachten, dann regt sich ihr Gliedchen. Ja, nicht fertig. Ihr seid ein super Team und drum mach ich euch den Hoch. Denn ihr erinnert mich total an den Ja, liebes alles gute Schwein. Nimm Platz in unserer Ehrenecke, meine Damen und Herren. Das alles gute Schwein. So, das war mein persönlicher Wunsch. Ich bin der Meinung, wir brauchen ja auch so ein TV-Totaltier. Irgendwie sowas. Das TV-Total stinkt hier. Oder irgendwie sowas. Müssen wir uns noch einfallen lassen. So, meine Damen und Herren, wir gucken natürlich auch internationales Fernsehen für Sie. Und Sie glauben gar nicht, was im japanischen Fernsehen wieder los ist. Ich muss ja kurze Einführung. Das, was Sie gleich als erstes sehen, das ist eine lustige Show in Japan. Da werden schlafende Menschen auf ganz alternative Art und Weise aufgeweckt. Schauen Sie sich das bitte an in unserer kleine Einspielung TV global aus Japan. Bitte schön. Hier sehen Sie das. Guten Morgen. Ja. Das ist die eine Variante. Dann gibt es noch die hier. Oder das hier. Pass auf. Die Mafia-Methode. Ja. Das ist die 100.000-Yen-Show. Und da fällt der Verlierer ins Wasser, aber das ist noch nicht alles. Passen Sie auf, im Wasser sind auch noch Tiere. Sind aber wohl nicht ganz so gefährlich. Im nächsten kleinen Beitrag, hier geht es darum, wer kann sich seine Unterhose am dreckigsten machen. Das ist völlig bescheuert, aber schauen Sie mal. Ja. Oder hier. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn macht, aber so sind die Japaner eben. Und passen Sie auf. Hier könnte es jetzt sehr heiß werden, da muss man vorsichtig sein. Pass mal auf. Ah, sehen Sie das hier? Da verstehe ich den Sinn nicht, aber ich finde es sehr lustig. Passen Sie mal auf. Weiß nicht. Naja. Ja, das aus Japan. Verrückte Japaner. Ja. Da sind wir doch mit dem MDR noch ganz gut bedient, oder? So, meine Damen und Herren, wir kommen zu unserem Titelverteidiger. Schauen Sie sich die Nominierungsmatz an. Hier kommt der Titelverteidiger. DSF-Star Jimmy Hartwig. Ausgezeichnet für seine großartigen Telefonate in der Call-In-Show Mittendrin statt nur dabei. Und hier ist der Ex-Fußball-Kicker und Sexsymbol Jimmy Hartwig. Hi. Grüß dich. Jimmy Hartwig. Danke. Grüß dich. Hey! Ja! Die Sau! Ja. Die alte Sau hat ja alles nass gemacht. Ach, das ist noch vom Schwein? Vom, oder? Warte ist mal. Nicht von dir, oder? Von was? Mir. Nee, setz dich hin. Jawohl, Chef. Du warst ja sehr stolz auf deinen Preis. Ich habe das am nächsten Tag angeguckt. Du hast ja bei DSF mittendrin statt nur dabei, hast du den ja großartig präsentiert. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Schauen wir mal gerade rein. Bitte, ja. Hier sind sie wieder, die Callboys, ruft uns an. Jawohl. Wir müssen einen kleinen Blick zurückwerfen. Gestern war ein grandioser, um nicht zu sagen, der großartigste Tag der deutschen Fernsehgeschichte, seit es Buntfernsehen gibt und auch schwarz-weiße Bilder, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja. Gestern Abend Jimmy Hartwig zu Gast bei Stefan Raab. Und er hat den bedeutendsten deutschen Fernsehpreis
Krimi-Preis ist ein Dreck dagegen für das, was Jimmy gestern bekommen hat. Hier ist er. Leute. Da ist er, der bedeutendste deutsche Fernsehpreis, den es überhaupt wo gibt, auf ganze Welt auch noch dazu. Und die Sendung mittendrin stand nur dabei. Die Sendung geht ja jetzt in die Sommerpause. Solange Fußball-Sommerpause ist, macht ihr auch Sommerpause und danach geht es auch wieder los dann im Herbst, oder? Wir fangen jetzt im August, wenn die Bundesliga geht, am 14.8. wieder los. Und dann sieht man dich wieder jeden, also Dienstag, Tag. Mittwoch, Donnerstag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist Jimmy Hartwig wieder dabei. Jimmy, viel Glück heute bei der Titelverteidigung. Nimm Platz in unserer Ehrenecke. Meine Damen und Herren, Jimmy Hartwig. Tja. Meine Damen und Herren, heute stimmen wir wieder etwas früher ab über den Träger des Rat der Woche, denn nach der Werbung nachher haben wir die ganze Wahrheit über die La Paloma Boys. Wenn Sie abstimmen möchten hier im Saal, dann drücken Sie bitte jetzt 1, 2 oder 3 für Ihren Kandidaten. Ich zeige sie Ihnen nochmal alle im Durchlauf. Und zwar hätten wir da als Ersten nominiert für den Rat der Woche Mr. Gartenkralle Ingo Schönbohm. Als Zweiten nominiert, als Zweites nominiert, das alles Gute Schwein. Und als Drittes das DSF-Schwein. Nein, ha, kleiner Spaß. Spaß, Jimmy, war nur ein Spaß. Genau, hast du was mitgebracht? Wow, was ist das denn? Kaugummi. Ja, so. Nein, DSF-Kultmoderator Jimmy Hartwig. Und ich frage mal, ob wir unsere Grafik schon abfahren können. Wer wird den Rat der Woche gewinnen? Ist es Ingo, Mr. Gartenkralle, das alles gute Schwein oder Jimmy Sexmaschine Hartwig? Es sieht noch sehr gleich aus, aber da das alles gute Schwein ist Ihrer Meinung nach der Gewinner des Rat der Woche. Das alles gute Schwein. Dieses alles gute Schwein. Hier, stell dir das mal hier hin, oder? Ja. Das alles gute Schwein, unser Preisträger der Woche. Meine Damen und Herren, und nach der Werbung sehen Sie bei uns das hier. Und zwar die komplette und wahre Wahrheit der La Paloma Boys. Das alles hier bei uns gleich nach der Werbung. Bis dann. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei TV Total. Und gleich ist es soweit, denn ich zeige Ihnen kurz mal, mit was alles angefangen hat. Und zwar hiermit. Und heute Abend sind Sie hier die ganze Wahrheit über die La Paloma Boys. Hier sind die La Paloma Boys. Ja, der Damen-Fanclub der La Paloma Boys aus Hameln, oder? Ja. Ja. So, wir müssen heute Abend hier eine Geschichte aufdecken. Und zwar ist das die wahre, wahrste Wahrheit der La Paloma Boys. Ich fange mal gerade an. Wir hatten in der Sendung Alles Gute, das ist die Sendung mit dem Schwein, ja, in der Sendung Alles Gute beim MDR diesen Ausschnitt entdeckt, den wir auch gezeigt haben. La Paloma Blanca. Genau. Dann haben wir das immer wieder in unserer Sendung gezeigt und das lief halt Woche für Woche und wir haben ungeheuer viel Post bekommen. Sie wollten mehr davon sehen, dann haben wir versucht, diese beiden Jungs ausfindig zu machen. Das ging aber nur über den MDR, weil die beiden hatten das Lied für Tante Jutta in Dresden gemacht. So, jetzt wird die Geschichte kompliziert. Also, Tante Jutta hat uns dann die Adresse von ihren Neffen gegeben. Das sind die beiden. Ja? Und die beiden wohnten aber im Westen. Wir haben immer am Telefon gefragt, wie sind Sie denn in den Westen gekommen und so. Und die haben immer gesagt, oh ja. Dann habe ich den beiden gesagt, wir laden Sie, ob Sie nicht Lust haben, eine Platte zu machen. Und ich wusste ja nicht, wer da kommt.
Und zwei Tage vorher riefst du dann an und sagtest Folgendes. Ja, lieber Herr Raab, damals haben wir uns noch gesehen. Ja, ich muss Ihnen heute was sagen. Haben Sie denn Humor? Habe ich und gesagt, ja. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, hat er gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, ja, wir sind gar nicht die, die wir vorgeben zu sein. Ja, wieso? Ja, wir sind gar nicht aus dem Osten, sondern aus dem Westen. Ja. Und da, damit war, und wir wussten nicht, ja, wie reagieren Sie? Ne? Wie reagieren die Leute von ProSieben? Wir haben uns quasi, indem wir uns die Sachen geschickt, nicht nur den MDR, sondern auch uns 10 Wochen lang verarscht. Ja. Aber umso. Und ich meine. Da muss man ehrlich sein, das ist wirklich ein echter Coup. Wir sind auch richtig auf den Leim gegangen. Aber ich finde es lustig. Ich muss sagen, alle Achtung. Ja? Und deswegen habt ihr es auch verdient, ja? Dass ihr jetzt irgendwie mega Erfolg habt. Das Ding wird wahrscheinlich in 2 Wochen, und das hoffe ich, da setze ich alles dran, vor den Backstreet Boys in den Charts stehen. Ja? Das sieht doch gut aus, oder? Die Ölachalummer Boys und dann die Backstreet Boys. Und wir wollen heute Abend ein kleines Stück aus dem nagelneuen Video zeigen, was ihr gedreht habt. Schauen Sie sich das bitte an, die Ölapalömer Boys mit Ölapalömer Blanco. So, Tante Jutta, gleich wird's groovy. Sie sind härter als die Rolling Stones. Sie sind schärfer als die Spice Girls. Und sie sind die unehelichen Söhne von James Brown. Wir sind die Ölapalömer Boys. Unser Mountain, and the night is on the run. It's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. I'm just a bird in the sky. Funky, goofy, funky, lopa, 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 goofy, funky, goofy, funky, goofy, funky, lopa, 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 blanca. So kommt die Gitarre, eine gute Intro. Die Ölapalömer Boys, die CD ist jetzt in ihren Fachgeschäften erhältlich. Und was ich noch sagen muss, eigentlicher Mittäter ist ja Tante Jutta, die wirklich in Dresden wohnt. Nachdem ihr euch bei uns in der Sendung gesehen habt mit den ersten Ausschnitten, habt ihr bei Tante Jutta angerufen und habt Tante Jutta gesagt, sagt ihnen bloß nicht, dass wir aus dem Westen sind. Und somit ist eigentlich Tante Jutta für uns die Ehrenpreisträgerin des Goldenen Raabs. Und Tante Jutta ist heute Abend auch hier im Publikum. Da vorne ist Tante Jutta. Warte mal, gib mal her. So, Tante Jutta. Ich überreiche Ihnen mal den Preis. Ja. Tante Jutta. So, meine Damen und Herren. Das war's für heute. Wenn Sie das nächste Mal wieder zuschauen wollen, 22.15 Uhr nächsten Montag. Und jetzt gibt's die Bulli-Parade. Tschüss, machen Sie's gut.